Herzlich willkommen zu unserem Outdoor-Spezial. Ja, der Neuzeitmensch, der mag vieles, auch wenn er draußen unterwegs ist beim Camping. Und da haben wir jetzt viele tolle kleine Gadgets und Helferlein, damit sie wirklich pudelwohl draußen im Grünen sich befinden und dann eben auch Spaß haben. Ja, angefangen mit tollen Walkie-Talkies, auch super, wenn man dann ja so in der EM-Kolonne fährt und sagt, wir haben gewonnen, vielleicht so einzusetzen. Wir haben auch ein tolles stoßfestes Handy für Sie. Eine Antenne, damit Sie auch im Caravan, im Campingwagen Empfang haben. Und am Ende auch, haben wir gute Nachrichten, unser schönes Powerpack für Sie, das richtig fette ist, wieder lieferbar. Aber wir fangen ganz vorne an. Jetzt gibt es ein Zweierset Walkie-Talkies. Ich habe die früher mal geliebt als Kind. Oh. Ja, natürlich. Als Kinder wollte man die immer, hat sie nie bekommen, weil sie unbezahlbar waren. Heute sind sie bezahlbar und auch für Erwachsene unglaublich toll. So klein sieht das aus, ist aber unglaublich leistungsstark. Denn es ist ein Paar, das zweite hat jetzt gerade Diana, mit der werden wir auch gleich mal ein bisschen funken. Dieses kleine Walkie-Talkie hat eine Reichweite von 10 Kilometern. Was? Ja, 10 Kilometer. Du hast dich jetzt nicht versprochen, nein, das ist echt. 10 Kilometer. Ja, natürlich über die Funkfrequenzen, die sind natürlich postzugelassen, das ist ganz wichtig. Und zwar haben wir hier, weil ja diese freien Lizenzen sind, haben wir, da sehen Sie so 101. Wir haben 8 Kanäle mit jeweils 38 Unterkanälen. Das heißt, wenn jetzt ein Kanal mal überbelegt wäre, weil jemand anders drauf fängt, dann einigst du dich einfach mit deinem Gesprächspartner und wechselst dann. Und die Einsatzmöglichkeiten sind unglaublich toll. Du hast vorhin Kolonne gesagt, jetzt würde ich bei einer Kolonne sagen, wenn man zu zweit, zu dritt vielleicht in Urlaub fährt, mit 2, 3 Autos, ja, dann kann es mal sein, man fährt irgendwo Schweizer Berge durch den Funkloch. Und jetzt hast du dich verloren. Dann kannst du eben mal anfunken. Da ist ja ganz egal, in welchem Handynetz oder sonst was du bist. Du hast diese Reichweite. Anderes, wir sind beim Camping. Macht man mal einen Ausflug. Ja, wir haben früher Schnitzeljagd gespielt. Ich glaube, die moderne Schnitzeljagd ist Geocaching. Und jetzt kann man sich eben auch auf bis zu 10 Kilometer verständigen. Absolut kostenfrei. Und ich mache das jetzt mal und sage hier, ja, Moment, wie nennen wir denn? Adler an Eichhörnchen, Eichhörnchen, bitte kommen. Und da ist das Eichhörnchen. Hey, ich bin Eichhörnchen. Eichhörnchen, Sie sind Eichhörnchen. Ja, ich wollte jetzt mal so wie ein Agent machen. Was kommt denn dann als nächstes? Das ist cool. Der Adler ist gelandet. Hm, das sagen die doch auch immer in so Filmen. Ja, aber Sie sehen, Diana hört mich wunderbar. Ja, und jetzt haben wir hier noch verschiedene Optionen. Ja, und wenn wir das Gerät noch mal anschauen, sehen Sie hier oben. Ja, du darfst ruhig weitersprechen. Was machst du jetzt? Das hat sich irgendwie so angehört wie Gollum. Ich weiß es nicht genau. Aber Danny, jetzt habe ich es. Aber wir haben hier natürlich für den Notfall auch noch eine kleine Taschenlampe, einfach auf Druck. Aber was für mich das Wichtige ist, ist hier auch noch eine sogenannte Vox-Funktion. Ja, und die heißt, das ist Freisprechen. Also auch hier im Normalfall, Sie kennen das ja, spricht man hier drauf, wenn man etwas sagen will. Und der andere hört mich. Übrigens, es gibt auch einen Ausschalter. Also wenn Ihnen der Gesprächspartner mal auf den Keks geht, einfach hier ausschalten. Das Ganze batteriebetrieben. Und vor allem, man kann beliebig viele Handys, die dann auf der gleichen Frequenz sind, miteinander verbinden. Das heißt, Sie können jetzt auch 2 Zweierpacks kaufen oder 3. Ist übrigens auch unglaublich beliebt bei Veranstaltungen. Ja? Weil bei Veranstaltungen, gerade wenn da irgendwo das Bier fehlt, da muss man nicht einen Kilometer rennen, dann sagt man, Franz, bring mal das Bier. Ja? Also ich finde das toll. Als Kinder hätten wir geträumt davon. Und jetzt will ich natürlich noch eins loswerden. Ich bin dein Vater. Also, das macht richtig Spaß. Und schauen Sie mal, wie klein dieses Format ist. Liegt auch toll in der Hand. Aber ich bin so beeindruckt von der Reichweite von 10 Kilometern. 10 Kilometer. Ich muss es nochmal sagen, 10 Kilometer tatsächlich. Und trotzdem so ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, man kann es sich auch anstecken. Hier mit dem Clip. Wie Diana, also auch ein echter Spaß für Kinder, ne? Für 28,49 Euro, selbst wenn die nur im Garten ein bisschen zelten, das ist eine riesen Gaudi, da fühlt man sich hier wie ein Agent und ist auf einmal wow, also ganz weit vorne, muss ich sagen. Die bestellen wir mal zu unserem Zweier-Set Funkgeräte mit Vox. Was heißt eigentlich Vox in dem Sinne? Das ist dieses System Freisprechen, also das reagiert dann auf deine Voice. Stimme, dann musst du nicht immer den Knopf drücken, ja? Okay. Dann könntest du es so übrigens auch als Babyfon dann verwenden. Die Bestellnummer dazu ist die PX2319 und die 569, also fantastisch. Ich habe das früher immer geliebt und durfte
es nicht haben. Ja, und es geht weiter mit guter Laune draußen Musik hören und immer wieder neue Sender finden. Französischen Pop geht es nicht. Also in Deutschland hat man ja so viele Sender, ob es jetzt 80er Pop ist oder 60er. Man kann ja wirklich, dann ist man ja nie fertig mit dem Erfinden der Sender. Und hier haben wir jetzt ein Digitalradio. Das ist das Wichtige. DAB+, also die Zukunft des Radios, digital und dann eben noch mit größerer Sendevielfalt. Ich liebe es zum Beispiel hier in Niedersachsen, weil Sie wissen, ich komme ursprünglich aus dem Schwarzwald. Und zum Beispiel Schwarzwaldradio ist eines der vielen und immer mehr werdenden Radios, die bundesweit eingespeist sind. Ganz neu ist ATs gekommen, ein Sender, der jetzt auch bundesweit sendet, wo den ganzen Tag, das sagt der Name wohl schon, 80er-Jahre-Songs laufen. Aber so werden auch Sie Ihre Lieblingssender finden. Und Sie sehen, das ist mobil. Ganz einfach hier auf der Seite einschalten. Und jetzt sehen wir was ganz Besonderes. Ein vollgrafisches Display. Und ich möchte Ihnen das mal kurz zeigen über den Modus. Wir haben hier einerseits natürlich DAB+ mit automatischem Sendesuchlauf. Wir haben UKW-Radio. Aber wir haben auch, und das sehen Sie jetzt gleich, Bluetooth. Kleinen Moment, jetzt. Ja, Bluetooth. Für die junge Generation, ne? Ja, da Diana, drüben. Gleich mal ihr Handy damit verbunden. Da drüben. Und jetzt hast du hier einen 8 Watt leistungsstarken Lautsprecher, einen Bluetooth-Lautsprecher. Also DAB+, Digitalradio, UKW-Radio und ein Bluetooth-Lautsprecher. Ja, und der Klang ist natürlich fantastisch. Ja, fantastisch. Also auch hier für die jungen Leute war es einfach, weil die lieben es ja, Musik zu streamen. Das machen die halt einfach. Können sie auch, und es ist ein toller Lautsprecher. Und wir sind ja mobil unterwegs, ne? Wir haben ja Batterien drin, ob es jetzt mal in der Garage einsetzt, in der Werkstatt, beim Camping, draußen, beim Radeln. Warum denn nicht einfach ins Körbchen vorne rein, beim Spazierengehen, beim Picknicken. Es ist schön, Musik im Leben zu haben. Und DAB Plus ist einfach die beste Qualität an Radeln. Ja, es ist rauschfrei. Das muss man sagen. Und man bekommt in dem vollgrafischen Display, das wir hier haben, dann natürlich auch noch Zusatzinformationen zu Titel, Interpreten, zum Radiosender oder Kurznachrichten. All das auf dem Display. Also Sie sehen, viele Möglichkeiten. Hier Bluetooth, Lautsprecher, UKW-Radio und die Krönung natürlich ein Digitalradio mit vollgrafischem Display. Und das für diesen unglaublichen TV-Sonderpreis. Also egal, ob beim Camping am Baggersee oder auch im Garten, wenn man mal bei der Gartenarbeit ist. Ja. Man hat immer die richtige musikalische Unterstützung. Und immer gute Laune vorprogrammiert. Was ich auch toll finde, ist dieses vollgrafische Farbdisplay. Das macht Spaß zu bedienen, auch einfach zu bedienen. Tolle, lange Teleskop- Stange ist mit dabei. Und ja, wenn Sie überlegen, dass eine normale Bluetooth-Box eigentlich so ja auch mal gerne 30 Euro kostet, ist der TV-Sonderpreis für diese Multifunktionalität wirklich sehr klein. 32,29 €. Die Bestellnummer dazu ist die ZX3027569. Hier auch für die Kids einfach mal Musik streamen vom Handy. Das machen die sehr gerne. Ein schönes Geschenk auch. Ne? Also können Sie auch gleich mehrmals einkaufen. Ist auch immer sehr gefragt bei uns, das Gerät. Ist gerne ausverkauft. Im Moment für Sie lieferbar. Und das können wir im Moment nicht sehr oft sagen, weil diese Lieferketten, die sind total durchgeknallt, sag ich mal, wegen diesem ja, Zustand, der uns immer noch begleitet weltweit. Die Frachtkosten werden teurer, die Lieferketten sind schwieriger, auch die Fabriken, die produzieren einfach weniger. Aber das ist jetzt für Sie hier ab Lager lieferbar und kann in ein, zwei Tagen dann auch schon bei Ihnen zu Hause sein. Dann können Sie draußen gute Laune leben, Musik hören, neue Sender erforschen, weil DAB Plus ist ja eine riesige Vielzahl an Sendern, das macht viel Spaß. Und auch was noch mit Spaß macht, ist das Handy nicht kaputt machen. Ja, ich habe auch gerade so eine Spider-App auf meinem Handy, ne? Runtergefallen, kaputt gegangen. Draußen vor Ort, Outdoor-Aktivitäten, einfach das stoßfeste Super-Handy von uns bestellen. Ja, genau. Und das ist meine Empfehlung auch für jeden, der eben Outdoor unterwegs ist. Egal, ob Sie jetzt Campingurlaub machen, Wanderurlaub, Bergsteigen oder auch Mountainbiking. Weil wenn Sie jetzt irgendwo mal auf so einem Boden sind wie wir, ja, und Ihr Handy fällt herunter und das reicht schon diese Höhe, ja, dann haben Sie die Spider-Man-App, also dieses gerissene Display. Die Reparatur kostet bei vielen Produkten mehrere hundert Euro. Hier, da sehen Sie, da ist eher ein Loch im Boden, als dass das Handy kaputt wäre. Und das ist natürlich hervorragend und Sie können das vertragsfrei weltweit nutzen. Im Normalfall würde man hier, wenn Sie einen Handyvertrag haben für Ihr Smartphone, eine Zweitkarte einlegen. Ja. Und
Danny zeigt uns jetzt gerade mal, was mit einem normalen Handy passiert, das hier auf den Boden fällt. Und Danny, schön, dass du das mal zeigst. Also hier, sie hat ihr, wir werden es gleich sehen, ihr Privathandy hat sie hier in der Hand. Ja? Und gucken Sie mal, so sieht das dann aus. Reparatur, da ja, das ist ein Gerät, das ist nicht da ganz oben. Billig. Ja. Ja, und da machen wir es nochmal kurz an, wenn man es anschaut, da oben sieht man es. Ja? Ja, also da sieht man es hervorragend. Aua. Ja, Display-Reparatur gleich mal 100 Euro oder Ähnlichem. Zusätzlich ist dieses Handy auch noch wasserdicht. Das heißt, es kann schütten, was will. Das kann sogar mal wirklich in See fallen und da auch mal eine halbe Stunde liegen bleiben. Es ist absolut wasserdicht. Wow. Weltweit einsetzbar, vertragsfrei. Und ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie einen Vertrag haben und Auto unterwegs sind, einfach bei Ihrem Vertragspartner, das kriegt man oftmals kostenlos, eine Zweitkarte nehmen. Und guck mal, hier haben wir mal Extrembelastung gemacht. Was so ein Handy alles aushält. Wir sind drüber gefahren, drüber gelaufen, Sand, Wasser, alles hält dieses Gerät aus. Und noch ein Tipp, nicht nur für Freizeit-Outdoor-Aktivitäten, sondern ich kenne viele von meiner Freunde arbeiten auf einer Baustelle, also sind Maurer oder Gipser oder Ähnliches. Und jeder von denen hat schon mehrere Smartphones eben kaputt gemacht. Und das passiert hiermit eben nicht. Ein Scheinwerfer haben wir auch mal drin, wenn es dunkel ist. Da sehen wir das auch mal im Bach. Ja, jetzt wäre dein Handy, das du jetzt in der Hand hast, das wäre jetzt schrottreif. Wenn das passiert, ja, also wenn es da mal 2 Minuten drin liegt, sind die meisten Handys kaputt. Ja. Ja, und hier, das macht dem gar nichts. Rausnehmen, kurz abtrocknen und dann wieder weiter benutzen. Also mein Tipp für Outdoor-Freunde, die viel draußen unterwegs sind, auch bei Gartenarbeit oder auch Leute, die auf der Baustelle arbeiten, oder Winzer, das habe ich auch im privaten Umfeld, Winzer, die immer, wenn sie dann in die Rebberge gehen, die dann einfach nur bruchsicheres und wasserfestes Handy mitnehmen. Und nochmal, es ist vertragsfrei, es ist weltweit nutzbar, es ist sogar ein Dual-SIM-Handy. Man könnte im Extremfall sogar von beiden Partnern, wenn man zu zweit unterwegs ist, beide Karten einlegen, dann sind beide erreichbar, ja, und das Smartphone bleibt gesichert irgendwo an einem Ort, wo ihm nichts passieren kann. Ja. Es macht Sinn, diese Zweit-SIM-Karte anfragen und für diese Outdoor-Aktivitäten, ob sie jetzt klettern, wandern, Fahrradtouren machen, es geht so schnell, dass diese Handys einfach kaputt sind und das ist ärgerlich. Da haben sie wirklich alles, was sie brauchen, das ist ein super Handy und die Zahlen sind auch richtig schön groß drauf. Also auch für Rentner ist es einfacher dann auch, ne, wenn sie sonst immer eine Brille aufsetzen müssen, müssen sie es hier nicht. Und das ist ein kleiner TV-Sonderpreis für Sie, 28,49 Euro. Und wissen Sie was, manchmal will man auch kein Smartphone, sondern man beschränkt sich auf die wichtigsten Funktionen und lassen den ganzen Schnickschnack weg, weil wir sollen ja Outdoor genießen, Camping genießen. Da unser Belastungstest hat es ja doppelt und dreifach bestanden, ob es Dreck ist, ob draufgelaufen, runtergefallen. Alles kann man mit diesem Gerät machen und es funktioniert trotzdem weiter. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen jetzt eben Campingurlaub, Outdoor, Wandern oder auch Bergsteigen, ja, und Ihnen geht dort Ihr Smartphone kaputt, wie Sie sich im Nachhinein dann ärgern. Und dann kommt dieser typische Satz, hätte ich doch nur. Ja? Sagen Sie nicht, hätte ich doch nur. Bestellen Sie sich dieses Outdoor-bruchsicher, wasserfeste Handy und dann legen Sie Ihre SIM-Karte rein in denen Momenten, wo Sie sagen, oh, da ist es ein bisschen riskant, eben Mountainbike, Radfahren, Wandern, Bergsteigen oder auch bei anderen Aktivitäten. Und dann sind Sie auf der sicheren Seite. Ja, das hört man gerne, dass man auf der sicheren Seite ist. Man hat hier ein gutes Gefühl, man kann es fallen lassen, man kann auch damit baden gehen praktisch und man weiß, man hat immer noch alles im Griff, man kann immer noch telefonieren, große Zahlen, einfach aufs klassische reduziert, einfach mal das Handy zum Telefon machen, 28,49 Euro ist Ihr TV-Sonderpreis, die Bestellnummer dazu ist die PX2436 und die 569, wir sind für Sie umgezogen, du hältst es schon ganz glücklich in der Hand, damit können Sie tatsächlich beim Camping, also vom Caravan aus, Ihren TV-Sender empfangen, richtig? Genau, es ist eine Satellitenflachantenne, also anders als bei den Schüsseln ist hier die Optik, Sie sehen das schon, sehr flache Bauweise und dementsprechend auch LKW oder Campingboost ganz einfach angebracht. Und hier sehen wir die Befestigung. Man könnte es, wenn man es auf dem Dach installiert, ja, sogar flach hinlegen während der Fahrt. Man muss es also nicht abmontieren. Viele machen das aber auch außerhalb vom Caravan, von ihrem Campingwagen und stellen es einfach dort auf, wo sie eben campieren. Und der Vorteil an diesen Flachantennen ist ganz klar die Wetterfühligkeit. Bei Schüsseln hat man oftmals, und das hat jeder von uns, der Satellitenanschluss hat, schon mal
mal erlebt, hat man oftmals das Problem bei starkem Wind oder bei Gewitter, ist plötzlich der Empfang weg. Die Angriffsfläche ist natürlich bei einer Flachantenne wesentlich geringer, macht sich auch im Spritverbrauch, in der Aerodynamik bemerkbar, aber vor allem am Empfang. Und diese Antenne ist eine sogenannte Twin-LNB-Antenne, also das heißt, Sie können hier, und da schauen wir mal auf die Rückseite, da sind die LNBs, da sehen wir sie, zwei Stück, Sie können also zwei Receiver unabhängig voneinander anschließen, einen für die Kinder, sage ich jetzt mal, im Wohnwagen, ja, und die Eltern wollen auch in ihrem Schlafraum dort eben extra einen Fernseher anschauen, und da kann man eben zwei unabhängige Programme einstellen, ist auch für Lkw-Fahrer gut, da hat man halt eine Reserve, aber sowas wäre auch toll, Danny, für zu Hause, wenn man eben nicht will, dass man die Satellitenschüssel so auf den ersten Blick ausschaut, vielleicht hat man eine schöne, wunderschöne Hausfassade, und wenn da mal auf Balkonen, wenn auf Balkonen sowas hängt und dann mehrere Balkone, also das ist weit weg von schön, was wir hier sehen. Ja, das ist schon fast Kunst, ne? Ja, aber nicht schön, das kann man wohl sagen. Diese Satellitenantenne hier, also die Flachantenne, die kann man eigentlich integrieren, weil die könntest du im Notfall auch noch bemalen, anpassen an den Hintergrund, und sie ist fast unsichtbar dann. Also auch fest installiert, ne, Wohltat, aber wir sind ja jetzt hier Camping und Outdoor, und wenn Sie Campingurlaub machen, unterwegs wollen wir Fernsehen schauen, jetzt sowieso, wenn Sie jetzt dann demnächst mal auch starten in einer Woche oder in zwei, dann startet die Fußball-Europameisterschaft, und dann kann man sich mal abends um 21 Uhr hinsetzen und mal so ein wirklich tolles Spiel eben anschauen, und das in Campingatmosphäre. Ja, ich finde es ganz wichtig, ich liebe schöne Dinge im Leben, und das ist optisch halt wirklich so diskret und elegant. Das bevorzuge ich, ganz ehrlich, tausendmal zu so einer regulären Schüssel. Die sieht einfach nicht schick aus. Da finde ich sie gar nicht jetzt so schön. Ich kann mir vorstellen, wenn die richtig angebracht ist an einem neuen modernen Haus oder einem neuen Caravan, sieht die genial aus. Also das beweist auch Geschmack, aber natürlich auch Qualität. Weil, und dann können Sie die EM verfolgen. Oh, ich freue mich schon drauf. Ja, aber ich spreche jetzt als Fußballfan von der EM. Es gibt natürlich auch anderes. Man will abends mal einen Film anschauen. Ja, will sich einen gemütlichen Abend machen, auch auf dem Campingplatz. Jetzt sind wir wieder mobil unterwegs. Und dann ist so eine Antenne natürlich Gold wert. Ja, und wenn Sie jetzt sagen, oh, ich weiß ja gar nicht, wie man die anschließt. Ich werde Ihnen nachher zeigen, wie man sie anschließt. Montagematerial zum Beispiel ist auch mit dabei. Und hier sehen wir jetzt eine fixe Montage am, Balkongeländer. Ja, aber wie gesagt, das kannst du auch am LKW oder am Caravan festmachen oder an irgendein, ich sage jetzt mal Hilfsmittel, eine Stange oder so, wenn du das flexibel dann auf dem Campingplatz einsetzen willst. Also ich bin hin und weg. Ich wusste gar nicht, dass es so attraktive, sag ich mal, in Anführungsstrichen Schüsseln gibt, dass die auch in so einem schönen Format und so optisch ja attraktiv aussehen können. Also das würde ich mir auch jetzt auf jeden Fall fürs Haus leisten. Ich brauche eine neue Schüssel. Dann nehme ich doch lieber so eine schöne Flachantenne. Für 85,49 € können Sie sich diese jetzt und hier 2 Stunden lang ergattern. Dann geht der Preis wieder ein bisschen höher. Sie kennen das Spiel. Und wenn Sie einen Caravan haben und noch keine dieser Antennen, dann ist es ja wirklich jetzt unabdinglich, damit wir alle zusammen dann in der EM mitfiebern können. Jetzt haben wir hier gerade den Anschluss gesehen an den Receiver. Ja. Das ist heutzutage bei den meisten Fernsehern gar nicht mehr nötig, weil die modernen Fernseher alle einen sogenannten Triple-Tuner haben. Okay. Das heißt, der SAT-Receiver ist schon integriert, der Kabelempfänger und meistens auch DAB+. Nicht DAB+, sondern die andere terrestrische Art ist auch noch möglich. Ja? Also so, dass Sie da ausgestattet sind, dann brauchen Sie nur mit dem Kabel von der Antenne direkt in Ihren Fernseher. Und schon ist, wie sagt man im Badischen, der Käse gefressen. Der Käse gefressen. Alle sind Buddha, wird er sie jetzt addiere, wie auch immer Sie sagen. Es ist ja sehr sinnvoll, jetzt hier jetzt und hier zuzugreifen. Ja. Denn unterwegs im Grünen, ne, wenn Sie diesen Urlaub jetzt schön geplant haben, aber das ist noch, das i-Tüpfelchen, das fehlt noch. Dann können Sie wirklich genießen. Sie wissen, Sie verpassen nichts, keine Nachrichten, keine EM, keine Spiele, was auch immer Sie immer regelmäßig verfolgen müssen. Das haben Sie sich damit gesichert. 85,49 € ist ein kleiner TV-Sonderpreis. Ausschließlich für Sie als Pearl-TV-Zuschauer. Sie kennen auch das Spiel, denn andere auf anderen Kanälen im Internet oder auch im Katalog zahlen immer etwas mehr. Um sich diese Flachantenne zu ergattern, brauchen Sie die PX1547 und die 569. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Fernsehgucken. Ja. Oh. Was ich Ihnen noch zeigen wollte bei der Montage, die haben wir vorhin gesehen, die ist einfach. Wir haben aber hier auch so 2 Gelenke. Das heißt, man kann die dann je nach Stellplatz flexibel einstellen, drehen oder die Neigung, eben wenn man wieder steht, aufrecht wieder machen oder im richtigen Winkel, dass man den besten Satellitenempfang hat. Da sehen wir das nochmal. Wetter und UV beständig. Dann
die Frequenzwelle, das ist klar, glaube ich, dann die vielseitigen Montagenmöglichkeiten und auch natürlich für, und das ist jetzt heute unser Hauptargument, für die mobile Nutzung geeignet, also am Wohnmobil oder am Wohnwagen oder auch gegebenenfalls LKW. Ja, so, und wenn jetzt Sie sagen, ja schön ist diese Flachantenne, aber wie kriege ich die verbunden? Ja, natürlich haben wir auch die Anschlussmöglichkeiten für Sie. 25 Meter lang ist die sogar. Ne? Richtig, und zwar haben wir hier ein Antennenkabel mit zwei sogenannten F-Steckern. Sie kennen das, das sind diese Stecker. Die eine Seite ist wettergeschützt, also die würde jetzt an die Sat-Antenne draußen kommen. Jetzt sagen Sie, aber wenn ich auf dem Campingplatz bin, also so viel Kabel brauche ich doch gar nicht, dann können Sie es einfach kürzen. Mhm. Aber es kann ja auch mal sein, dass Sie irgendwo so aufgestellt sind, dass die Antenne überhaupt keine Chance hat, den Satelliten zu erreichen, weil da braucht man freies Sichtfeld. Und wenn da jetzt gerade ein Baum steht zum Beispiel, hätten Sie keinen Satellitenempfang. Mhm, und dann geht man mit der Schüssel einfach um den Baum und richtet sie dann Richtung Satellit. Ja? Und dann ist es natürlich gut, wenn Sie ein bisschen Reserve haben. Und vor allem bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein Antennenkabel ohne F-Stecker, nur das Antennenkabel, da zahlt man im Fachgeschäft für den Meter so 50 bis 80 Cent. Ja? Das wären beim Mindestpreis, wären das bei 25 Meter schon 12,50 €. Ja. Dann kommen die F-Stecker noch dazu, da sind wir fast bei 15 Euro. Und jetzt schauen Sie auf unseren TV-Sonderpreis. Also da kann man ruhig mal auch ein bisschen mehr kaufen. Ich stimme dir komplett zu. Hier unser Spezialist, Herr Jansen, der kennt sich aus. Und ich muss auch sagen, ich kenne mich nicht aus, aber ich weiß, dass der TV-Sonderpreis sehr, sehr günstig ist. Für 25 Meter Kabellänge und diese zwei F-Stecker auch noch inkludiert. Wasserfest ist der Stecker auch außen. 6,64 € ist der kleine TV-Sonderpreis. Jetzt 2 Stunden lang für Sie gültig, die PX. Die Bestellnummer ist die PX5181 und die 569. Ganz ehrlich, für 25 Meter Kabel, da zahlt man ja, egal was es für ein Kabel ist, auf jeden Fall, sagst du, 12 Euro und die Ansteckmöglichkeiten. Ja, also da bist du wahrscheinlich eher, wenn du diese Länge bezahlst, bei insgesamt 30 Euro. Aber hey, du bist ja der Spezi, du weißt genau, wo du es am günstigsten bekommen kannst und dann zahlen sie trotzdem das Doppelte. Also hier clever sein, jetzt zuschlagen, 6,64 €, ein super Bombenpreis. Und bitte machen Sie es nicht, wenn Sie ein Kabel aus dem Fenster führen, wie ich, einfach durchmachen und zuklemmen. Nee, bitte nicht hier. Wir haben eine perfekte Fensterdurchführung. Das wäre noch die harmlose Variante, was du gerade gesagt hast. Einklemmen im Fenster, dann kann höchstens mal das Signal weggehen. Ich habe schon gesehen, an Wohnwegen, da wurden Löcher durchgebohrt neben dem Fenster. Das ist wirklich sehr unglücklich. Erstens mal bildet man eine sogenannte Kältebrücke und zweitens verändert sich auch die Statik des Wohnwagens. Ja, ja. Deshalb ist so eine Fensterdurchführung, die wir jetzt haben, genau das Richtige. Sie sehen, das ist eigentlich eine Verlängerung oder eine Verbindung des Kabels, jetzt aber gerade mal mit einem Millimeter Dicke. Und da kannst du durch alle Fenster und Türen durch und die Türen oder Fenster auch verschließen. Und zwar richtig verschließen, ohne eben Einbußen an dem Signal zu machen. Und das ist natürlich perfekt für auch natürlich fürs Camping, aber auch zu Hause, wenn man vielleicht auch mal in der Studentenbude so einen Satellitenanschluss macht, ja, weil man in seinem Zimmer extra Anschluss will, dann musst du ja auch irgendwie rein. Du kannst nicht durch den Holzrahmen des Fensters bohren oder durch die Wand bohren, das geht nicht. Dann ist das hier natürlich die perfekte Lösung. Sehr flexibel und eben nur einen Millimeter dick. Und wir sehen natürlich auf beiden Seiten diesen sogenannten, jetzt in dem Fall die weibliche Seite des F-Steckers, hier Kabel rein, da dann wieder zum Receiver und dann ist es perfekt. Und es ist nun mal so, eine Satellitenantenne, egal wo ich die installiere, die muss außen sein. Ja, und der Fernseher, der steht in den allermeisten Fällen innen und dann ist das natürlich intelligent, eine solche Fensterdurchführung zu benutzen. Ja, intelligent ist es tatsächlich, aber auch ein sehr hochwertiges Produkt. Ein Premium-Sat-Fenster-Durchführungskabel, sage ich jetzt einmal mal. Und auch hier der Preis wieder sehr, sehr klein. 6,64 €. Die Bestellnummer dazu ist die PX5306 und die 569. Ich habe tatsächlich mal so ein Kabel durchs Fenster und zack führen müssen. Das ist nicht gut. Also man knickt diese Kabel ungern, sollte man nicht tun. Clever sein, hier direkt mit zugreifen. Und jetzt haben wir direkt noch einen digitalen Satellitenfinder. Ja, jetzt wäre so ein super, hyper Luxus Wohnmobil hat, der braucht den nicht, weil da ist so eine automatische Ausrichtung. Sobald Sie stehen, sucht sich die Antenne automatisch den richtigen Satellit. Wir können uns nicht alle solche hyper, duper, super Luxus Wohnmobile leisten und deshalb ist das hier die Alternative. Weil je nachdem, wie Sie stehen, steht ja halt Ihre Antenne unter Umständen in die komplett falsche Richtung. Und mit diesem
Stattfinder, und so kommt er zu Ihnen, ist das eine Sache von, ich sage jetzt mal, einer Minute. Dann haben Sie es ausgeglichen, weil so kommt es zu Ihnen. Und jetzt sehen wir hier Satellit. Ich hoffe, Sie können es lesen. Das heißt, das wird jetzt an die Antenne angeschlossen. Da haben wir auch noch ein zusätzliches Kabel. Und jetzt geht man einfach mit dem Kabel weiter, und zwar an den bis zum Receiver. So sehen wir es. So einfach ist das. Und jetzt kannst du hier erstens mal akustisch als auch optisch die Feldstärke sehen. Also Piepton wird immer lauter oder man sieht sogar in Prozent, wie hoch der Empfang ist. Jetzt werden Sie in den seltensten Fällen auf 100% kommen. Ab ungefähr 75-80% Feldstärke haben wir ein wunderbares Bild. Also ganz einfach schauen, wie muss ich ihn drehen. Ein Kompass ist auch noch drin wegen der Himmelsrichtung, aber da ist es am einfachsten. Meistens hat man Nachbarn, die schon eine Satellitenschüssel haben oder eine man Antenne. Guckt man, aus, da ja. hat man schon ungefähr die Richtung. Und dann muss man nur noch die Feinarbeit machen und vor allem auch den Winkel einstellen. Und das geht hier mit Sekunden schnell. Das wäre das Optimum, 99% Feldstärke. Das heißt, dem perfekten Fernsehen steht nichts mehr im Wege. Der Satellitenempfang ist gesichert. Und ich garantiere Ihnen, damit brauchen Sie nur wenige Minuten. Ja? Kabel anschließen, kurz ausrichten, hier drauf schauen oder drauf hören. Ja? Wenn Sie die Himmelsrichtung nicht wissen, hier ist auch noch ein Kompass. Ja? Wir haben die meisten, haben wir hier. Ich glaube, die häufigsten in Deutschland benutzen den Astra, aber es gibt ja unzählige andere Satelliten noch. Auch wenn man mal ausländisches Fernsehen sehen will, da muss man einfach nur schauen, welche Himmelsrichtung. Und dann richtet man das aus, also nicht das, diese Antenne, dementsprechend bis hier die höchstmögliche Zahl kommt. Ich möchte noch mal was zeigen. Es ist immer angenommen, Sie gehen so weiter. Und da haben wir jetzt 85-90%. Und plötzlich werden es so 89 oder dann wieder 80. Dann wissen Sie natürlich, ich habe den Zenit, also die höchstmögliche Einstellung übertroffen. Dann geht man einfach wieder zurück und schaut auf die höchstmögliche Empfangsstärke. Aber das ist so kinderleicht, das bekommt wirklich jeder hin. Empfangsstärke heißt in diesem Fall Feldstärke? Richtig, ja. Aha, so siehst du, habe ich was gelernt wieder. Und dann haben Sie ja schönes Fernsehen unterwegs in Ihrem Karawan im Grünen. Ist das nicht schön? Ich freue mich auf die EM. Ich weiß nicht, was auch immer Sie gucken wollen. Sie können es dann richtig schön genießen. 21,84 € kostet Sie dieser clevere Helfer, dieser digitale Satellitenfinder. Die Bestellnummer brauchen Sie noch geschwind. Das ist die PX5437 und die 56. Und ich stütze mich die ganze Zeit schon ab und ich fühle mich sehr wohl dabei. Ich kann sagen, dieses wunderbare Objekt der Begierde ist jetzt wieder für Sie lieferbar. Und das ist die Stromalternative des 21. Jahrhunderts. Der Strom zum Mitnehmen, und zwar wirklich zum Mitnehmen. Hier, 7 Kilo schwer. Man kann das also auch gerne in den Campingurlaub mitnehmen. Und da ist im Moment ganz, ganz klar der Haupteinsatzpunkt. Weil oftmals sitzt man auch oder ist man am Campingplatz und bekommt dann eine Stelle, wo auf einem Stromkreis vielleicht 10 andere Camper drauf sind. Und dann kann es wirklich laufend mal passieren, dass die Sicherung rausfliegt. Und bis die wieder an ist oder bis wieder alles läuft, bist du ohne Strom. Und wir sind nun mal abhängig, egal wo wir sind, vom Strom. Und das hier ist Ihr Notstrom für alle Fälle, Camping, aber auch Schrebergarten. Oder wenn wirklich mal ein Stromausfall ist zu Hause, sind Sie hiermit gewappnet. Unglaublich einfach zu bedienen, das ist der Anschalter, genau. Und Sie sehen, 2-3 Sekunden draufbleiben, dann sehen wir hier schon mal den Füllstand. Ja, und wenn der Rand voll ist, also 100%, haben wir 216.000 mAh oder eine Leistungskapazität von 800 Wattstunden. Und jetzt drücken wir mal auf den zweiten Knopf hier unten. Der ist gekennzeichnet mit AC. AC heißt Wechselstrom. Und jetzt sehen Sie, neben meinem Finger leuchtet eine kleine LED. Jetzt ist er zugeschaltet. Wir haben auch einen ganz leichten Stromverbrauch. Das heißt, jetzt ist ein Ventilator eingeschaltet, der einen Überhitzungsschutz bildet. Und jetzt habe ich alle Strommöglichkeiten, die eigentlich in Betracht kommen können, freigeschaltet. Da, wunderbar, 12 Volt, der sogenannte Zigarettenanzünder. Und wenn du eine Etage tiefer aufmachst, sehen wir nochmal Gleichstrom, 12 Volt, aber jetzt als Rundhohlstecker. Alle Anschlüsse auch spritzwasser geschützt. Richtig schön, ja. Das ja, jetzt sehen wir hier in der Mitte, das ist auch immer wichtiger in dieser Zeit, USB-Strom. Und zwar dreimal USB-A mit Schnellladefunktion. Das ist hauptsächlich Smartphones, Tablets oder Ähnliches. Aber wir sind auch zukunftsorientiert mit dem USB-C-Anschluss.
weil die modernen Handys oder auch die, die Notebooks von Apple, die heißen, wie heißen die, MacBooks zum Beispiel, die werden heutzutage, weil sie ein bisschen mehr Leistung und Strom brauchen, über USB-C geladen. Mhm. Dann haben wir noch etwas, das ist auch ganz intelligent oder wichtig vor allem, wenn der Strom wirklich mal leer ist, wenn man keine, also hier 0 oder 10% ist, dann laden Sie den hier wieder auf. Und zwar einmal entweder zu Hause dann an der Steckdose, aber was noch viel cleverer ist, ist dieser Anschluss, weil da kann man jetzt ein Solarpanel anschließen. So, das waren jetzt mal die Nebensächlichkeiten, weil jetzt kommen wir zur Hauptsache. Ja, hier im Einsatz. Da. Wenn du mal runtergehst, danke schön. So, das ist die Hauptsache, 230 Volt. Und hier können Sie jetzt Geräte bis zu 1000 Watt Leistung anschließen. Das heißt, man hat beim Camping alle Freiheiten, die man braucht. Wir haben viele Zuschriften bekommen, dass zum Beispiel auch die Bordbatterie wieder aufgeladen wird und man vor allem nicht nur auf der Bordbatterie abhängig ist. Und hier sehen wir mal so eine kleine Übersicht, wow, was denn ungefähr im Haushalt oder unterwegs wie viel Watt braucht. Ja, weil das Gerät kann ja bis zu 1000 Watt tatsächlich speisen. Aber schau mal, was da alles reinpasst. Also natürlich Licht, ne? Natürlich auch Laptops, ja, auch gerne mal einen Kühlschrank. Wahnsinn, oder? Das zu wissen ist doch was Feines. Flachbildschirm oder auch mal hier sogar ein Staubsauger. Heutzutage haben die nach EU-Norm 900 Watt, also sie haben da wirklich alle Möglichkeiten. Unzählige Möglichkeiten haben Sie da tatsächlich. Vielleicht haben Sie ja noch mal eine Idee, was Sie damit gespeist haben. Wir haben immer gerne von Ihnen Videos oder Bilder. Also bitte in Kontakt treten. @pearltv@redaktion. Wie ist die E-Mail-Adresse nochmal? Redaktion@pearltv. Ich war gerade dyslexisch. So, und jetzt sehen wir mal. Diana nutzt es jetzt mal beim Camping. Und man kann eben alle Anschlüsse, die da sind, wenn man es eingeschaltet hat. Diana, du musst das Gerät noch einschalten. Obere Knöpfchen halten. Oben lang 2 Sekunden drauf, unten 2 Sekunden. Drauf. Und jetzt kann man alle Anschlüsse auch parallel betreiben. Muss in deine Richtung drehen, ein Ventilator. Ja, nebenher das Handy oder Tablet oder den E-Book-Reader natürlich aufladen. Dann 230 Volt. Ja, das war mir jetzt wieder klar, dass Diana hier eine Party gleich mal schweißt, weil da haben wir eine Partyanlage, die jetzt sofort, du musst, glaube ich, die 230 Volt noch zuschalten. Ja, den unteren Knopf noch mal 2-3 Sekunden drücken, dass die 230 Volt. Genau. Ist er jetzt? Jawohl. Nein, ist immer noch nicht an. Das Licht leuchtet noch nicht. Auf dem unteren Knopf, unten. Länger halten. 30, nein, unten, das sind nur 2. Den drauf, unteren. 2-3 Sekunden draufbleiben, bis die grüne LED leuchtet. Jetzt. So, sehen Sie, so einfach ist das. Und jetzt haben wir 230 Volt. Jetzt läuft auch deine Musikanlage. Ja, und jetzt gleichzeitig vielleicht noch die Kühlbox. Die können wir auch noch anschließen. Da haben wir ja den typischen Zigarettenanzünder. Und dann ist das kein Problem. Und das sind nur einige wenige Beispiele, ja, wie man das alles nutzen kann. Und Sie sehen, man merkt ja erst, wie arg Strom fehlt, wenn er mal nicht mehr da ist. Hier haben Sie den Strom überall, wo Sie ihn brauchen. Camping, gutes Beispiel. Bordbatterie aufschalten oder 230 Volt Geräte betreiben. Eine Kaffeemaschine, frisch aufgebrühter Kaffee. Das geht auch. Es gibt viele Kaffeemaschinen, die weniger als 1000 Watt haben. Bei Gartenarbeit überhaupt kein Problem. Oder dann natürlich als Reserve, wenn der Strom mal ausfällt. Oder Sie machen einfach mal mit Ihren lieben Campingnachbarn so eine kleine Party am Abend. Euch gefällt's, oder? Wir haben einen Spaß. Guck mal, wir haben eine schöne Belüftung durch unseren Ventilator. Wir haben coole Country-Musik nach Wahl. Coole kühle Getränke haben wir auch dabei. Und gute Laune, hupala. So macht das Outdoor-Leben Spaß. Und gekühlte Getränke haben wir auch noch. Also Sie sehen, das hier ist Campingparty oder auch eine Baggersee-Party. In meiner Jugend wäre ich froh gewesen, ich hätte so ein Gerät gehabt. Wenn wir sowas hätten machen wollen, hätten wir ein Dieselaggregat ausleihen müssen. Wichtig ist, es ist jetzt wieder sofort lieferbar. Und Sie bekommen exklusiv als Pearl TV-Zuschauer natürlich auch den TV-Sonderpreis von 688,72 €. Und jetzt lassen Sie sich nicht ablenken von den beiden. Wir gucken mal kurz, was Sie denn heute sparen auf pearl.de. 749,99 €, das ist der reguläre Preis auf pearl.de. Aber wie gesagt, Ihr Preis, und der gilt heute exklusiv für Sie, 688,72 €.
und 72 Cent. Ja, und die bessere Nachricht ist sogar, dass es jetzt endlich, oh, ich bin ganz außer Atem vom Rodeo Dancing, dass das Gerät wieder lieferbar ist, denn es ist so gefragt, dass es tatsächlich lange ausverkauft war. Jetzt auch bei diesen wilden Lieferketten, die alles sehr schwierig gestalten, können wir Ihnen gerne und guten Gewissen sagen, es ist wieder da, Sie dürfen es bestellen und das zum TV-Sonderpreis von unter 689 Euro. Jetzt mach mal, jetzt habe ich richtig schöne Fußballermusik für die Einstimmung auf die Europameisterschaft rausgesucht. Und, aber egal, was Sie hören, egal, was Sie machen, Sie haben Ihren Strom in Zukunft immer mit dabei. So, und jetzt mal geben wir richtig Gas. Und Diana wird Ihnen... Ach, Diana, einfach kurz mal rausstecken und wieder rein. Na, wird sie so sprachlos. Ah, okay. Wir hören das aber gleich wieder. Jetzt geht's. Ja, also gut. Sie sehen also, das Leben macht es, ja, das Neuzeit, der Neuzeitmensch macht irgendwie mehr Spaß, wenn er draußen hier alles hat, was er eben so braucht. Musik, Kühlbox, Ventilation und eben, ja, mit diesem Powerpack haben Sie alle Möglichkeiten. Bis zu 1000 Watt können Sie da speisen, ob Sie dann einfach feiern, wie unser Dianitschiski oder auch einfach, ja, jetzt clever heimwerken. Jetzt haben wir für Sie auch noch ein cleveres Sparpack, denn hiermit können Sie komplett autark Ihren Strom wieder zurückgewinnen. Ja, über Sonnenenergie und erreicht sogar ein ganz normaler Oller deutscher Grauertag. Ja, und wenn du einen Schritt zurückgehst, dann zeige ich unseren Zuschauern mal das wirklich geniale Sparpack. Wir haben gleich zwei. Und zwar das erste ist natürlich, Pack heißt ja immer eine Kombination. Einmal unser leistungsstarkes Powerpack, aber jetzt ganz mobil gepaart mit diesem leistungsstarken, ebenfalls mobil einzusetzenden Solarpanel. Und das ist auch ganz einfach aufzustellen. Sie sehen hier diese Schnellverschlüsse, die wir hier aufmachen. Und jetzt ganz einfach aufstellen. So, und so ist fertig. 5 Meter Anschlusskabel ist dabei. Anschluss direkt ans Powerpack und den Strom, den Sie entnehmen. Für die Party, die da hinten stattfindet, für egal was Sie Strom brauchen. Der Strom wird über das Sonnenlicht wieder zurückgeführt mit 160 Watt Leistungsaufnahme. Und das, was Sie jetzt eingeblendet sehen, ist nochmal die Kombination. Weil einzeln gekauft wären beide Geräte wesentlich teurer. Wir haben hier einen Sparpack für Sie zusammengestellt. Powerpack und diese leistungsstarke Solarpanel. Und wenn dann der Abend kommt, dann nimmt man das einfach so. Das ist ja nichts anderes als so ein kleiner Koffer oder ein Tapetiertisch. Ja. Setzt es wieder zusammen und ganz einfach hier die Schnellverschlüsse wieder zumachen. Und schon nach Kabel sollten wir noch reinmachen. Das sehen Sie gerade. Da unten habe ich es. Das mache ich noch. Und schon ist es eben wieder oder wartet dann auf den nächsten Tag für den Einsatz. Ja, du hast schon gesagt, der Aufpreis für dieses Bundle mit 160 Watt Panel, das ist wirklich sehr, sehr klein. Das ist wirklich, wir sagen es immer jetzt auch immer gerne, das ist ein Sparpack, ja. Weil der Aufpreis ist sehr klein. Der Aufpreis ist sehr klein, 913,89 €. Es lohnt sich. Die Bestellnummer dazu ist die NX6279 und die 569. Wenn Sie sagen, ich verbrauche viel mehr Strom, ich möchte viel mehr Energie zurücktanken von dieser Sonne, voilà, dann ist das jetzt die nächste Kombination, die Sie brauchen. Lass ich nehme es, ich gebe dir das hier mal. Okay, dann machen aber wir es sehen jetzt gleich den Unterschied, 160 Watt. Und jetzt kommen wir zur größtmöglichen Kombination. Und das ist dieses Solarpanel mit unserem Powerpack. Nämlich 260 Watt Leistungsaufnahme haben wir hier. Aber die Handhabung, genauso einfach. Sie haben gesehen, ich habe es jetzt hier einfach hergetragen. Und jetzt haben wir hier auch Standfüße. Das heißt, jetzt einen Ruck umdrehen. Ein bisschen dort ausrichten, wo Sie es haben wollen. Und durch die Standfüße hat das auch immer den perfekten Winkel zur Sonne und dementsprechend die optimale Leistungsausbeute. 260 Watt, das ist unglaublich leistungsstark. Für die Fachleute unter Ihnen maximaler Nennstrom 14,44 Ampere. Und ich glaube, wenn man es auch mal am Schrebergarten macht oder in irgendwelchen Siedlungen, bräuchte man für diese Größe einer Photovoltaikanlage in manchen Gemeinden wahrscheinlich eine Baugenehmigung. Hier brauchen Sie gar nichts, Sie stellen es auf, Anschlusskabel sind dabei. Und wenn dann der Abend kommt oder Sie am Campingplatz eben wieder umziehen an den nächsten Campingplatz, dann machen Sie das Ganze wieder rückwärts und das ist eine Sache von 30 Sekunden.
Und das hier, was Sie hier haben, ist wirklich eine komplette Sonnenwerkstatt oder ein Sonnenkraftwerk, würde ich sagen. Viele sagen Photovoltaikanlage, aber auf jeden Fall die CO2-neutralste Stromgewinnung, die man haben kann. Und das ist einfach clever, sich so einen Sparpack hier eben zu bestellen. Und auch hier endlich wieder lieferbar. Ja, Wahnsinn. Also das Einzige, was Sie brauchen, sind flinke Finger, um sich diese starke Kombination für zu Hause oder, wie gesagt, fürs Camping auf, ja, draußen im Grünen auf Reisen zu ergattern. Wo auch immer Sie es im Gebrauch haben, Sie werden es lieben, stromautark zu sein. Ein wieder ganz kleiner Aufpreis dafür, dass Sie so eine starke Kombination mit dem 260-Watt-Panel ergattert haben. 949,99 €. Ja, zusammen mit unserem, ja, 1000 Watt starken Solarkonverter, sag ich schon, Powerbank und dieses super starke monokristalline Kombination 260 Watt. Die Bestellnummer ist die ZX 3072 und die 569. Und dann einfach feiern, Spaß haben, heimwerkern, wo auch immer Sie sind, draußen im Grünen, im Camping, beim Caravaning. Viel, viel Freude, aber jetzt schnell, sehr, sehr begehrt. Ich will es auch haben am besten.